wir sind mit der kurzen Vorbereitung eigentlich sehr zufrieden. Wir haben die erste Woche hier in St. Leon verbracht, haben an den Grundlagen gearbeitet und hatten dann das erste Mal die Möglichkeit, auch ins Wintertrainingslager zu fahren nach Valencia. Hatten dort wirklich wunderbare 6 Tage, hatten überragende Bedingungen und konnten da wirklich im mannschaftstaktischen Bereich viel anpacken. Hatten jetzt dann nach der Rückkehr aus dem Trainingslager auch noch 3 Testspiele, haben 1 Unentschieden und 2 Siege draus gezogen und natürlich auch noch sehr, sehr viel Inhalte dann gesehen, wo uns vielleicht noch fehlen, und freuen uns jetzt, dass die Vorbereitung vorbei ist und wir die letzte Woche dann uns auf den Gegner FC Köln vorbereiten dürfen. Ja, ich glaube, unsere Vorbereitung war echt gut. Wir haben richtig gute Gegner gehabt mit Sand, Freiburg und natürlich auch die Jungs. Und ich glaube, das sind immer richtig gute Gegner, was auch kämpferisch was drauf haben, wo wir uns auch gleich messen können, was das Körperliche angeht. Ich glaube, wir haben auch viel daraus lernen können, nochmal gesehen, welchen Schrauben wir drehen müssen und was für uns für die Liga nochmal wichtig sein wird. Und ich denke, wir sind für den Ligastart gut vorbereitet. Der Testspielergebnis war mal ein gutes Gefühl, auch wenn jetzt nicht alles perfekt war, haben wir trotzdem noch ein paar Erkenntnisse ziehen können. Gehen jetzt mit einem guten Gefühl, auch mit einem Selbstvertrauen aus der Vorrunde in das erste Rückrundenspiel. Das Ziel ist ganz klar, natürlich so lange wie möglich oben drin zu bleiben und natürlich auch unser Saisonziel zu erreichen. Unsere Vorrunde war ja richtig gut. Wir haben natürlich viel mehr Spiele gehabt. Das wird jetzt wegfallen. Wir haben wieder einen normalen Betrieb. Ich glaube, das wird uns auch gut tun, um uns auf die Gegner wieder noch detaillierter vorbereiten zu können. Deswegen freuen wir uns drauf und natürlich mit Köln haben wir einen guten Gegner vor der Brust und müssen natürlich unsere beste Leistung abrufen. Wir wissen aber auch, dass wir mit dem ersten FC Köln eine Mannschaft haben, die uns ein Bein stellen will. Einen guten Kader hat sich auch nochmal von der Qualität her verbessert hat in der Winterpause mit dem Zugang von Christian Lehmann. Aber ich denke, dass wir in der Lage sein sollten, auch das erste Heimspiel dann auch für uns zu gestalten. Köln ist immer schwierig zu bespielen, ist natürlich ein Aufsteiger, was sich in der Saison schon bewiesen hat, was natürlich auch gut dastehen. Sind natürlich kämpferisch sehr gut, wo wir dagegen halten müssen und wir wissen, dass Köln sich nicht hinten reinstellen wird, sondern auch versucht, Fußball zu spielen. Wir müssen das Spiel unter Kontrolle bringen, unseren Fußball durchziehen und ja, so gut wie möglich unsere Chancen nutzen und hoffentlich dann die 3 Punkte zu Hause einfahren.